Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Wieder mal zusammen mit Jonas Akasintoras, der mir Jo. ja in den meisten Let's Plays jetzt hier beiwohnt und mich ein bisschen unterstützt. Und auf jeden Fall sind wir jetzt hier in den Pyrenäen, beziehungsweise noch nicht ganz drin, sondern kurz davor. Und wollen, ja, mit unserem King erstmal eine Runde drehen. Ich wollte dir zuallererst noch mal kurz erklären, wie das mit dem Autopiloten funktioniert. Geh Genau. mal in dein zweidimensionales Cockpit. Jo, bin ich. Dann siehst du unten in der Mitte so einen Hebel mit Nav und GPS. Den stellst du rüber, dass er auf GPS steht. Warte. Im 2D-Cockpit. Unten. Ja. Kann man rauszoomen? Nee. Nee. Unten, unter dem Nav und GPS steht er. Meinst du da, wo... Ganz unten, unter der Anzeige, da, ja. Ja? Ach da, ah, ja, gefunden. Dass der auf GPS steht, okay. So. Dann musst du, den Rest, den kann ich dir am besten in der Luft erklären, das ist praktischer, denn, wenn du den Autopiloten jetzt schon auf der Landebahn machst, dann könntest du jetzt schon crashen. Okay. Ja, das wäre ungünstig. Gut, also ich kann dir gerade mal kurz die Route zeigen. Ja, die habe ich mir schon angeguckt. Ja, also wir starten hier am Meer. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind sogar schon in Spanien knapp und fliegen kurz übers Meer, dann eine Kurve Richtung Pyrenäen. Die Route sollte uns circa eine Stunde kosten. Nicht viel mehr, wenn wir uns beeilen. Mal sehen. Auf jeden Fall wollen wir es mal angehen, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Gut, ich stelle mal meinen Sitz noch ein bisschen höher im 3D-Cockpit. Und dann, ja, ein bisschen Geruckel ist es leider im Moment. Weißt Wie nicht. Geht denn den Sitz höher stellen? Das musst du mit rechts, Shift und Enter. Rechts, Shift und Enter. Geil, wusste ich gar nicht. Ja. Cool. Gut, also mein Querruder funktioniert jetzt übrigens auch mit meinen Pedalen und so, glaube ich. Ja, funktioniert. Und ja, dann wollen wir uns mal aufmachen. Ja, haust du rein. Sind die Klappen raus, damit wir auch gut starten können. Wie gesagt, Wind ist ein bisschen an. Jo, ja, das wird schon irgendwie machbar sein. Ja, und vor allem mit dem Autopiloten ist das keine große Sache. Oh, und meine Maschine fährt so weit nach links. Was zur Hölle? So, jetzt mal schnell abheben, Fahrwerk rein, Klappen rein. Der Junge schwebt. Jetzt kann ich dir das kurz erklären. Geh mal in deinen... Lass mich mal erst ein bisschen höher. Ja. Ich mach das am besten simultan mit dir dann gleich. Ja. Okay, also. Pass auf. Ja, ich jetzt gerade ungünstig, weil ich in Querlage bin. Ich hole auf. Du musst nicht aufholen. Nein, ich meine, jetzt bin ich hinter dir mit aufholen, so ja. Manches. Okay, also, kriegst du es hin? Kommst du ins Cockpit, ins 2D-Cockpit rein? Ja, so okay. Bin ich. Jetzt gehst du erstmal rechts unten, ist mit Up und Down so ein Instrument, ne? Up und Down, Up und Down. Warte, ich muss immer kontrollieren, dass ich nicht weit ab vom Schuss komme. Ja, ganz gechillt, solange du steigst, bisschen ist das okay. Weil unsere Route, die kriegen wir sowieso. Keine Sorge. Okay, gut. Jo, also. Zweites Cockpit, Up und Down. Ist rechts gucken, unten find's. Das Instrument. Moment. Dieses große, wo Steig- und Sinkrate steht? Genau. Okay. Und da ist unten rechts so ein lilanes Knöpfchen mit Plus und ja, Minus. Genau, ja. Und da drückst du das so lange, bis du auf Plus 1 kommst. Okay. Okay. So, und dann drückst du oben drüber, sind so Schaltflächen. Ja, die habe ich. Dann drückst du auf AP. Dann ja. drückst du auf Alt. Und dann drückst Alt, du auf Alt. Nav. Okay, habe ich. Mehr nicht? Mehr nicht. Das heißt, du hast eine konstante Steiggrade von 1000 Fuß im Moment. Meine Gurke ist schief. Ja, und wirst jetzt genau auf den Kurs gelenkt, den du auch im GPS eingestellt hast. Okay, jetzt ist mir die Frage, wo zur Hölle bist du? Du, keine Sorge. Ich bin wohl ganz in der Nähe. Wo bist du denn? Bin sehr weit oben. Bist
Wahrscheinlich sehr, also so richtig weit oben. Ja, Keine meine Ahnung. Maschine steigt dauerhaft weiter. Ja, wo du Warte, bist. ich sag mal eben, wo ich bin. Und zwar, ich bin jetzt gerade bei, warte, lass mal gucken, was ist das? 7921 Fuß, soweit ich das richtig erkannt Ich habe. bin erst bei 2900 Ach, Fuß. ach du Scheiße, ich hab den falsch eingestellt, der steigt immer weiter. Oder? Nee. Er soll Hä? weiter steigen mit 1000 Fuß pro Minute. Okay, warte mal. Aber weil der ist dieser Pfeil da, der geht, ist jetzt aber bei 2,5 oder bei 3 ist der Nee, nee, jetzt. da, den musst du so einstellen, dass. Ja, aber ich hab da nur halt dieses Lila-Teil zum Einstellen. Ja, Aber das sollst du auf 1 stellen, damit der da dieses. steht, aber der Pfeil ist trotzdem weiter. Gut, wo steht denn der Fall genau? Der steht bei 3 etwa. Okay, dann. Du musst auf. Bei A, du musst AP anhaben, Alt und Ja. Nav. Ja, habe ich alles. Ja, fertig. Mehr musst du nicht machen. Und dann lass mal deinen Joystick los. Ja, ich habe den ja schon längst losgelassen. Der steht hier nur noch mit dem Gashebel nach vorne. Da kann ich dir jetzt aber auch schlecht helfen. Hilflos. Du hast es wirklich so, dass auch dieses kleine Dreieck dabei 1 ist? Dieses Warte. Ja, da ist Leerdreieck. dieses lila Dreieck, ne? Ja, das muss bei 1 sein. Wo Variometer da irgendwie dran steht oder so. Ja, das habe ich bei 1. Das steht exakt auf 1. Und nur dieser blaue Pfeil, der daneben ist. Der ist höher. Ja. Okay. Aber ich hoffe nicht, dass du meinst beim Navi, da wo das B, dieses grüne Ding mit den Pfeilen und Nö, Nav nö. dran steht. Nö, nö. Kurslageanzeige, okay. Nö, da nicht. Aber er sinkt langsam wieder. Warum sinkt er denn? Nur ein ganz bisschen. Ey, warte, das war eben gar nicht die Fußanzahl. Ich bin bei 3300 Fuß, so. 3300. 3400 gleich. Okay, ich bin nämlich bei 4800 jetzt. Bin dir wahrscheinlich schon ein Stückchen voraus, also. Oder bist du mir voraus? Wenn man das wüsste. Ja, ich Wenn man weiß es ja selber nicht. GPS-Koordinaten vergleichen. Also ich sehe dich nicht in der Nee, ich bin Rundumsicht. bei. Oh Gott, wie machen wir gleich mal das? Also ich bin zwischen Waypoint 1 und Waypoint 2. Warte, GPS. Bin ich auch, in der Mitte in etwa, ne? Ich bin am Ende, genau am Ende. Okay, nee, ich bin jetzt in der Mitte in etwa. Okay, dann Da. fliege ich jetzt mal langsamer und steig mal nicht so stark. Ich steige jetzt mit 500 Fuß und bin zwischen Waypoint 1, zwischen Waypoint 2 und 3 und werde auf 160 Knoten sinken. Okay, ich bin jetzt gleich bei BZ, da wo dieses grüne BZ da mit dem Pfeil ist. Warte, grünes BZ mit Pfeil. Da wo dieses Okay, also da bin Dreieck. ich auch ungefähr. Ach so, okay. Bisschen weiter noch. Und der dreht jetzt auch gleich vollautomatisch rechts ein. Ja. Okay. Geil wäre es, wenn ich mir GPS auch hier anzeigen lassen könnte. Kannst du auch. Also im 3D-Cockpit, Kannst du, ne? kannst du. Aber es ist halt, ich finde es immer ein bisschen unpraktisch. Kannst du machen mit. Ah, oh, wie ging das nochmal? Das haben mir so viele Leute gesagt. Warte. Ja, Du sonst musst ist nicht so gucken. Ja, schlimm. nee, du musst gucken hier. Drück mal auf Alt. Einmal. Warte. Alt. Ah, okay, und da oben Luftfahrzeug sichten. Instrumentenbrett und dann GPS und dann kannst du dir anzeigen lassen. Ah, okay. Kannst du das auch kleiner machen? Ja. Ja, das. So, lass mal auf 6000 Fuß ungefähr steigen und dann auf der Höhe bleiben. 6000 Fuß. Ich bin jetzt bei 5300. Dreht nach rechts ein. Ich bin jetzt zwischen Waypoint 2 und 3. Okay. So, ich bleibe jetzt mal bei 6000 und werde da nicht mehr steigen. Und unter uns wird es langsam Tag. Du, die Luftfahrzeugmarkierungen sind irgendwie auch weg. Da. Geknautscht. Verstehe ich nicht. Denn der Höhenmesser ist für zu große Höhen falsch eingestellt. Drücken Sie B. Drücken wir mal B. Machen wir hier gerade einen Höhenweltrekord auf oder was? Das sieht so komisch aus, wie die steigen. Ja.
Die steigt einfach unaufhaltsam in die Höhe. Ja, du musst auch ab und an den Höhen, die Steigrate bisschen fixen, weil die macht sich gerne mal selbstständig. Sehe ich gerade. Steigrate. Also mal nach oben, mal nach unten so ein bisschen korrigieren, weil durch die leichten Turbulenzen, die wir hier haben, wird das Ganze ein bisschen ungenau. Ich bin jetzt bei 6600 Fuß. Ich bin bei 6200, also bleib mal ungefähr auf 6200. Warte, dann werde ich den hier noch ein bisschen genau. Ja, wo bist du denn? Bist du auch wirklich auf der Route? Ja, Route wird neu berechnet. Nee, ich bin drauf. Zwischen Waypoint 2 und Waypoint 3. Ja, ich auch. Also bei mir steht ETE 05. Warte, ich werde das gerade ein bisschen klein dafür. Warte, ETE 00.07 steht bei mir. Okay, das heißt, du bist immer noch hinter mir. Ein neuer Fall für Galileo Mystery. Ja, ich check das nicht. Ernsthaft mal. Bist einfach unsichtbar. Also ich werde jetzt einfach mal noch langsamer fliegen. Okay. Aber beziehungsweise ich muss dich ja sehen. Du bist ja diese komische Luftfahrt. Bist du über den Wolken? Nee, genau auf der Höhe von denen. Okay, ich bin immer einiges über den Wolken. Hm. Ah, ich sehe dich. Haha. Ich bin jetzt bei 7500. Ich bin unter Fuß. Dir. Ich bin sehr, sehr weit unter dir. Guck einfach mal. Ich steig mal. Mein Ding steigt aber unaufhaltsam weiter, ne? Ja, dann korrigier doch mal die Steigrate ein bisschen ab und an. Soll ich die auf 0 einfach mal tun? Ja, tu sie auf 0 und dann. Okay. Ja, ich hab eben nicht viel dran geändert. Auf wie viel bist du jetzt? Jetzt bin ich auf 7700. Okay, da steige ich jetzt auch hin und guck, dass du nicht weiter steigst. Ne, steig nicht weiter. Gut. Wir korrigieren leicht gegen. Ich werde jetzt mal krass steigen einfach, damit ich auf deine Höhe komme, weil du bist relativ nah und flieg mal ein bisschen langsamer. Ganz kleines bisschen, sodass du bei 180 oder so bist. Ich... 180? Ja, 180 Knoten. Ich hab zwei, einmal links, da war gerade eben bei 180. Bist du? Ich bin bei 160, da pendelt irgendwie die Nadel die ganze Zeit. Okay, das ist gut, dann bleib mal so, weil ich gebe mal Vollgas und steige auf das deine Höhe. Das war Vollgas gerade, aber mit den 160, ne? Ja, weil du bist ja eben so stark gestiegen. Deshalb bist du so langsam. Ich werde jetzt einfach auch mal richtig, richtig heftig weitersteigen und bin in einer Wolke drin. Hier sind Turbulenzen ohne Ende, ne? Ich weiß. Ach du Scheiße. Ja, so sieht's aus. Die armen Piloten. Naja, bisschen Achterbahnfahrt. Die Maschine hört sich auch von vorne an, nicht wie ein Mofa. Ne, diese hier nicht. Da kann man froh sein. Ach, und wer Lust hat, der kann ja auch einfach mal unsere Grafiken vergleichen. Also das heißt, viele haben mich ja immer gefragt, ja, welche Add-ons benutzt du in so einem Krams? Und oh, jetzt bin ich bei 8400. Fuck. Also bist du über mir. Ich werde jetzt wieder ein bisschen sinken, das war jetzt dämlich. Bist du denn vor mir oder hinter mir? Weil ich sehe. Ja, du bist immer noch über mir, du Lappen. Über dir? Warte, hä? Du bist auf 24.000 Fuß. Nein, bei mir ist hier so ein 7.600. Oder ich hab das doch in Kilometer umgestellt, ne? Oh nein! Nein! Sinken, Mann, sinken! Houston, wir haben ein Problem. Sinken! Junge! Ich komm auf 8300 Fuß. Ich stelle es in Fuß um, verdammt. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ja, das sind, weil das so kleine Zahlen zum Jahr kommen. Komm, hey. Wir sinken jetzt mal mit. 2, 3, 4, so schnell du kannst, Mann, Junge, du bist so krass über mir, du bist auf 22.000 Fuß. Guck mal, guck mal nach unten. Geradeaus vor dir, unten. Da musst du meinen Namen sehen. Nee, das ist aber, das ist eine Wolke, weißt du? Ich drück jetzt einfach mal. Nicht senkrecht nach unten, sondern bisschen vor dir nach unten. So. Ja, schon klar, aber da ist einfach nur eine fette Wolke. Warte, ich will mal gucken.
dass ich das Ding in richtig krass sinken lasse. Aber weiter sinken kann ich es nicht. Ich bin jetzt bei 3,5. Ich bin durch die Wolken durch. Die Wolkendecke. Ja. Ich war die ganze Zeit richtig weit über den Wolken. Geil. Siehst du irgendwo sonst noch ein Höhenmesser? Ein Höhenmesser? Ja. Ja, damit wir eine Höhe haben, auf die wir uns einigen können. Ich kann das doch umstellen. Option? Nee, kann ich nicht. Ja, siehst du. Sichtmodus. Weiß ich kann Sichtmodus, doch ich kann mal anzeigen lassen, wo du bist. Modus. Ach, da unten, ich seh dich! Ich seh ja, dich! Ja, siehst du. Ich war ein bisschen weiter über dir. Geil. Ja, genau. Dann kann ich jetzt, dann brauche ich nicht mehr so krass zu sinken. Jetzt guck mal, dass du mir hinterherkommst endlich. So, jetzt krasse Linkskurve. Muss mal gerade auf mein GPS gucken, wo wir da so hinkommen. Ach, fuck. Guck, 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 guck. Der steigt wieder. Nein, zurück mit dir. So, ich blende mal mein Terrain ein. Ups, also. Jetzt wird's den Typen hinten drinnen schlecht. Den Fahrgästen. Ah, ich seh dich. Aber jetzt bist du über mir. Sag mal, was ist das hier? Ich bin auf 8200 Fuß. So, jetzt mecker mal nicht. Weißt du, ich hol mir mal eben Taschenrechner, aber ich hab mein Handy hier liegen. Dann rechnen wir immer um. Das sind mal 1,8. Ja, gut.